Diesmal geht es um Luxussportwagen. Die findest du in den reicheren Vierteln. Aber unterschätzt die Kerle dort nicht, bloß weil sie weiche Patschehändchen haben. Die meisten von den Drecksäcken haben was mit Marcano zu tun. Rechne also mit Gegenwind. Wenn du die Karren hast, bring sie zu mir. Ich kümmere mich dann um den Rest. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Klar doch, Cher. Bin schon unterwegs. Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Wehe, du verlierst das. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen.
echt schöner Schlitten. Wie geht's? Ja, ja. Was liegt an? Du hast dir nichts verloren. Du hast mir Schüsse. Jetzt geht's Ich bin in Point Verdun. Brauch einen neuen Wagen. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Alles schon mal gehört. Hier ist kein Zutritt, Bruder. Ja. Ich mach dich fix und alle. Das hat bestimmt wehgetan. Keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Ich gehe in Deckung. Schnapp ihn dir von der anderen Seite. Ich verfütter dich an meine Schweine. Der Bursche gehört mir. Wenn ich schon draufgehe, nehme ich dich mit. Oh Gott, ich muss die Bullen rufen.
habe ich ja kaum gekannt. Er ist nicht lang genug geblieben, um meiner Mama und mir viel zu bedeuten. Ich bin da anders. Ich brauche eine neue Kiste in Tickfor. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Steckst du so? Ja, na und? Das ist eine Krankenbahn! Hier rüber! Er ist hier drüben! In Deckung! Dem Hurensohn zeige you
Ich bin in Point Verdun und brauche einen neuen Wagen. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Oh! Ein Satz heiße Reifen. Wie bestellt? Das ist eine große Hilfe. Kann ich mir gut in meiner Auffahrt vorstellen. Kommen, Junge! Weg hier! Los! Weg von hier! Los, weg! Das dürfte es dann gewesen sein. Tatsächlich? Wenn's Räder hat oder schwimmt, kommt's von mir. Also, was ist hier eigentlich los? Als Vater hast du eine einzige gottverdammte Aufgabe, dein Kind am Leben zu erhalten. Und ich hab versagt. Jämmerlich. Danny. Er kannte die Risiken. Nein, nein, Danny hat alles getan, was ich von ihm verlangt habe. Er hat nicht das Geringste in Frage gestellt. Er hat mir vertraut. Nicky will raus. Weg von mir, weg aus dieser gottverdammten Stadt. Und ich habe vor, ihr zu helfen, aber das kostet Geld. Was hat das mit der IRA zu tun? Gar nichts. Ich habe alles an ein paar Typen verkauft, die ich kenne, von der Ostküste. Warum verdammt hast du mir das denn nicht gleich gesagt? Ich wollte nicht, dass Nicky was davon erfährt. Hab versucht, einmal anständig zu ihr zu sein, solange ich es noch konnte. Solange du es noch kannst? Ich bin am Krepieren, verdammt nochmal. Ist das deutlich genug? Burke, ich weiß nicht. Es ist eine Sache, sich eine Kugel zu fangen. Aber langsam von innen aufgefressen zu werden, ist was ganz anderes.
Ich habe Leberkrebs. Die Ärzte geben mir noch 6 Monate acht, wenn ich Glück habe. Und ich hatte nie viel Glück. Das bleibt unter uns, hörst du? Nicht ein Wort darüber zu Nikki. Eigentlich sollte sie es erfahren, was du da von mir verlangst. Ich will, dass er sie weiter glauben lässt. Ihr alter Paar sei kein guter Kerl. War er nie und wird er nie sein. Da ist nichts gelogen dran. Und wenn ich dann beim lieben Herrgott bin, kriegt sie das ganze Geld. Ja, leck mich doch am Arsch. Du hast die ganz raren Dinger gekriegt, was? Das dürfte uns fast reichen, Junge. Ja, aber sich freuen. Ich vertraue weiterhin darauf, dass du weißt, was du tust, wenn du mir den letzten Distrikt nicht gibst. Aber begeistern tut mich das nicht. Dein Urteilsvermögen ist und bleibt gut, Junge. Wenn wir so weitermachen, kommen wir bald ganz groß raus.